So, ich mache hier mal einen ersten Test mit dem iPad Tool Explain Everything. Und für den kleinen Test habe ich mir jetzt ausgesucht, ja, einen ganz einfachen Beweis. Und zwar einen Beweis in der Gruppentheorie, nämlich es kann nur ein Neutralelement geben und nicht etwa zwei Neutralelemente. Ne? Nehmen wir mal eine Gruppe mit der Menge G und hier irgendeine Verknüpfung. Ja? Und jetzt ja, beweisen wir den Satz, es kann nur ein Neutralelement geben. Oder es gibt genau eins. Ne? Mindestens eins ist klar, das wird ja axiomatisch gefordert. Und jetzt zeigen wir, es kann nicht zwei, drei oder vier geben. Und jetzt nehmen wir mal an, es gibt zwei. Annahme, dann machen wir einen Widerspruchsbeweis. Annahme, es gibt die Neutralelemente. Es gibt Neutralelemente E1 und E2. Ja, angenommen, es gibt zwei verschiedene Neutralelemente. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. Nehmen wir mal den Ausdruck her, E1 verknüpft mit E2. So, jetzt wissen wir, E1 ist ein Neutralelement. Ne? Also muss ja E1 verknüpft mit E2 wieder E2 ergeben, ja? Weil E1 als Neutralelement ja, bewirkt, dass es verknüpft mit E2 gerade E2 rauskommt. So, jetzt gucken wir uns den Ausdruck aber mal von der anderen Seite an. Wir wissen ja auch, E2 ist ein Neutralelement. Also muss E1 verknüpft mit E2 dasselbe sein wie E1, ja? Weil E2 ein Neutralelement ist. Die beiden linken Seiten sind gleich. Diese beiden linken Seiten sind gleich, ne? Hier, so. Also muss ja auch gelten, dass die beiden rechten Seiten gleich sind. Also muss auch gelten, ja, machen wir das jetzt hier, daraus muss folgern E1 gleich E2. So. Und das widerspricht unserer Annahme, dass E1 und E2 zwei verschiedene Neutralelemente sind, also Widerspruch.